Nein. I got broads in the London, just to lean in the family. Credit cards in the scams, hitting the licks in the van. Legacies, family. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Gameplay von mir und dem GameTolic. Schön, dass du eingeschaltet hast. Die nächste Mission in Holland Valley steht an und heißt Der gute Samariter. Die Ausgangssituation ist äußerst schwierig. Wir haben die große Aufgabe, drei Geiseln zu befreien, die von den Peggys festgehalten werden. Diese Folge ist auf Twitch entstanden. Ich kann dir nur wärmstens empfehlen, auf meinem Twitch-Kanal vorbeizuschauen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du bei meinen Livestreams dabei wärst. Ob es uns gelingen wird, diese Geiselnahme ohne Verluste zu beenden, wir werden es sehen. Viel Spaß und los geht's. Kann man denn hier Waffen kriegen? Wo ist das MG? Ich wollte jetzt eigentlich in den Waffenladen und mir schnell... Oh oh, der holt wieder eine Bombe. Scheiße. Ey, ich komme mir vor wie im Zweiten Weltkrieg hier. Zeit. Ich kaufe jetzt mal eine M60 und dann... Schnell Waffen, Waffen, Waffen. Habe ich die jetzt gekauft oder nicht? Hä? Wie kaufen, wie rüstet man denn seine Waffen aus? Verstehe ich jetzt nicht. Auf deinen Platz hinhaben möchtest, also hin. Wo ist das Ding? Ah, da. Siehst du, mit M60 geht alles. Hast du ihn gekillt, oder was? Stürzt du? Scheiße! Ja. Okay. Alter Schwede, das war... Ey, das war Zweiter Weltkrieg, ey. ja, dann... Lass mal irgendein Fahrzeug nehmen und dann... Oh! Oh! Jetzt wird's lustig! Oh! Geschossen. Sorry! Hast du ihn erschossen? Ja, aus Versehen. Ich wurde irgendwie verletzt. Geschossen oder so? Schon kein Geld mehr, ne? Oh oh. Meine M60. Wo kann man eigentlich seine Waffen ausrüsten, die man gekauft hat? Kann man das nicht oder muss man die immer neu kaufen? Nee, du kannst die im Menü kannst du die nochmal aussuchen. Ah, okay. Mit Enter. Hab ich die gekauft. Was ist das hier für ein Steck? Ah, da ist ein Versteck. Oh, ich habe Geld und ein Safe gefunden. Ich knack mal eben das Schloss. Ja, mach das. So. Sogar Silberbahn. Was ist das denn für eine Schotti? Wo ist denn da hochgekommen? Ich habe irgend so eine neue Shotgun, glaube ich. Moment. Heißt nie. M133. Oder hatte ich die schon? Ah,
Also du kannst hier hoch nur über dieses Schild da oben, wo das Auto ist, wo man da hochklettern. Achso, kann man hier sogar hoch? Aha! Das habe ich jetzt nicht gewusst. Okay. So kommt man auch hoch. Ja, super. Also die Mission hast du schon ausgewählt, ne? Nee, wir müssen doch noch, ich glaube, diese Mission zu Ende machen, oder? Oder ist das schon die nächste? Der gute Samariter, genau. Das ist jetzt die nächste, stimmt. Santa Maria. Wagen durch. Ein Bär? Was? Ein Bär? Schießgewehr? Oh, ein Kollege wurde getötet. Oh fuck, der stirbt. Sterben. Scheiße. Oh! Alter, killt er einfach. Willkommen in der Welt von Far Cry 5. Guck mal. Der bringt alle um hier, ey. Heftig. Der macht keinen Halt, ne? Egal wer. Macht alle fertig. Okay, ich... darf man sich nicht anlegen. Oh ja. Guck mal eben. Also hier kann man Hubschrauber in der Nähe kaufen. Zwei... Drei Leute gekillt. Suche die Gefangenen. Ich gehe dann schon mal los, ne? Können wir nicht hier die ein Auto abrufen? Stimmt, hast recht. Hast recht. Werkstattprodukte. Ja. Nee, ich kann mir kein Auto kaufen. Na, warte. Ich glaube. Zu Geld. Doch, da gibt's ein. Ein Quad. Ja. Ja. Ist gespawnt. Ah ja, stimmt, gute Idee. Erstmal looten. Sorry, Bär. Er musste dran glauben. Ja, aber er hat drei Leute mitgenommen. Du sitzt drauf, oder? Ja, ich sitz drauf, ja. Ja, mit den Bären darf man sich nicht anlegen. Ja. Aber es, hier ist immer Action, wa? Ja, das stimmt, das ist wirklich so. Egal, wo du hingehst. Ja, das ist geil, ey. Waren wir hier schon? Langweilig. Einmal kurz gucken. Irgendwas. Och nee. Oh, schon wieder so ein Flugzeug. Aber der wird nicht lange überleben. Ja, der qualmt schon, glaube ich. Wenn er gleich Bomben abwirft, sind wir am Arsch. Ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn aus der Kabine gekillt. Heftig. Wow. Okay, sowas muss man auch schaffen. Ey, aber die Kanone lebt noch. Ja, ja, die Kanone. Heile. Genau, ist voll geil. Oh, aber unser Quad ist tot. Ah, scheiße. Ja. Macht nichts. Kriegen wir schon bald neues. Ist okay. Neues Fahrzeug ist hier immer in der Nähe. Wollt mal eben hier gucken. Ah, guck mal, man kann hier hoch. Ah, hier, das wird später... Warte mal, Seilrutsche. Das? Hier ist ein Schalter, den kann man umschalten. Warte mal. Nicht, dass du gleich den ganzen Strom ausschaltest. Hier ist auch noch so ein Schalter. Ich hole mir schon mal ein Auto. Mhm. Jagen da irgendjemanden? Das unsere Leute oder? Ah, das sind unsere Leute. Ja, da ist irgendein Auto vorbeigefahren.
Einen habe ich. Zwei habe ich. Oh, ich habe ein schönes Auto gefunden. Oh, sieht aus wie ein Jeep. Mhm. Mit Woodland. Woodland-Tarnung. Oh. Komme. Ist ein Raum. Das bin ich. Aber leider leer. Du hast was Schönes gefunden? Nee. Ich dachte, hier ist irgendwas, aber... Yeah! Oh! Alle Schlitten, wa? Oh ja. Oh nein! Uns hat wieder jemand entdeckt. Oh, die können uns nicht in Ruhe lassen, ey. Meine Güte, ich fahr jetzt weg. Keine Lust auf die Typen. Hm, ja. Egal. Lass die Mission weitermachen. Ja, 1500 Meter noch. Ein ganz normaler Tag in Aiden's Gate. Ja. Ohne meine Knarre gehe ich nicht aus dem Haus. Ja, ist wirklich so. Aus dem Weg! Das waren Zivilisten, ne? Hab ich ihn überfahren? Nee, aber fast. Fast, ja. Ich bin auch ausgewichen. Okay, noch 600 Meter. Ich höre schon irgendwelche Mikrofonstimmen. Ist das im Wald? Ja, da war irgendwas wahrscheinlich. Ich fahr mal weiter. Aha, guck mal, irgend so eine wow. Fabrik oder was? Da muss ich doch da lang. Ja, also hier rechts. Hier. Ja, genau. Aber nicht zu nah ranfahren. Nicht, dass die uns gleich wieder entdecken. Schweinefarm. Wolf. War gerade ein Wolf. Okay. Pastor Jerome. Okay, lass mal hier. Aussteigen. Ah, okay. Okay, wir müssen Stealth. Alles klar. Erstmal hier alles abscannen, würde ich sagen. Warte mal. Schön meinen Sniper nehmen. Okay. Einen habe ich schon. Ein Flammenwerfer-Mensch. Was macht der da? Brennt da Leichen. Was die du markiert hast. Okay, wie kommen wir da am besten? Vielleicht erstmal. Ja, warte, dann du machst den linken, ich gehe dann weiter. Hier ist ein Hund. Ach du Scheiße. Kommt auf uns zu? Nee. Also, warte. Nein. Ja, das war wieder so ein typischer Fall von, ich treffe die Typen nicht. Ja. Also das mit dem Werfen ist echt ein bisschen blöd. Noch nicht verloren. Komme. Okay, jetzt haben wir verloren. Ja, irgendwie... Ich weiß, ich wollte durch das Fenster meinen Baseballschläger durchwerfen, aber der Baseballschläger ist nicht durchgekommen. Okay. Dann weiß ich beim nächsten Mal, ich muss reingehen und dann werfen. Deputy, hier ist Pastor Jerome. Sei vorsichtig, wenn du zur Schweinefarm der Woodsons kommst. Wenn die Sektenleute dich sehen, töten sie die Geißeln.
Du musst leise angreifen. Das okay. erhöht ihre Überlebenschancen. Und unsere auch. Also wo gehst du hin? Kommst du mit oder? Ja, ich glaube es ist besser. Okay, diesmal versuche ich den. Ey, nicht so laut, Kollege. Hat jemand gesehen? Nein, die Geisel war so laut. Draußen ist einer. Ach so. Oh! Hab einen. Komm gleich rein. Aber die haben die Geisel noch nicht getötet. Zwei Typen sind hinterm Haus. Nein. Ach, er hat geschossen. Ach so, das ist ein Verbrannter. Ich hab nicht geschossen. Ah. Hä? Ja, scheiße, Geiseln sind tot. Bin außer Gefecht. Wir haben nicht verloren. Ich bin am Rennen. Ey, weißt du, ich habe auf ihn draufgehauen. Der hat noch gelebt und hat mich dann umgehauen. Moment, ich komm. Ah, eine Geisel hat es nicht überlebt. Ich verloren. Warte mal. Hier ist zwei einer. Geiseln. Was zur Hölle? Einer ist tot. Hä? Ich kann mit dem nicht reden. Wir müssen die Schweinefarm sichern. Da kommt Verstärkung. Ach fuck, ich habe keine Granaten mehr. Ich gehe ins Haus. Ich geh auch besser ins Haus. Ja, die haben Granate geworfen, ne? Jetzt fährt einer weg. Wir erstarken diese Leute. Es ist wie bei David und Goliath. Du inspirierst die Leute zur Courage. Mach weiter so. Ja, perfekt war das nicht. Ja, okay. Mit ein paar Verlusten. Aber was soll's. Egal. Hauptsache geschafft. Die verstreute Herde. Vom Bösen bewahrt und nun schlagen wir zurück mit der Stärke der göttlichen Faust. Menschen aller Schichten haben sich dem Widerstand angeschlossen und wollen der Ungerechtigkeit ein Ende setzen. Und mit dir haben sie ihre Hirtin gefunden. Ich habe mal Flammenwerfer genommen. Ich wollte doch mit diesem Typen hier reden.
Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Beschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao!